Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen bei Verladen und Kassieren. Wir haben hier noch was liegen lassen, fiel mir so auf. Wer guckt auch schon in die Ecke, wo nur so ein kaputter Stuhl liegt? Und jetzt geht's weiter. Wie gesagt, ich hab's angekündigt, wir rauben jetzt den guten TM Blackheart aus. Mal gucken, ob nicht nur sein Herz schwarz ist, sondern ob er auch irgendwas Glänzendes zum Stehlen da rumliegen hat. 5188. Ah. Gleich nebenan quasi. Ah, das ist der Typ. Der Kerl ist ein beliebter Musikus. Seine gestammelten Werke sollen sehr wertvoll sein. Der gute Thorsten hat gerade so richtig schön Bass in der Stimme gehabt, so. Ja, ein Musiker, ein Komponist. Anweisung der Mechanisten. Wollt ihr diese Art von Tür öffnen, benötigt ihr den passenden Hebel. Legt den passenden Hebel in den Schließmechanismus ein. Eigentlich ist es eher ein Zahnrad, fand ich immer. Sobald der Hebel eingelegt ist, wird der Mechanismus aktiviert und die Tür entriegelt. All denjenigen, welche die verschiedenen Hebel nicht unterscheiden können, sei gesagt, dass nichts geschieht, wenn der falsche Hebel in den Mechanismus eingeführt wird. Bei Problemen und Fragen wendet euch vertrauensvoll an mich, Bruder Capesta. Erinnert ihr euch noch an Capesta? In dem seinem Haus waren wir schon drin. Ich weiß noch, wie ich tausende Male sein scheiß Lagerhaus untersucht habe, um das Zahnrad hierfür zu finden, damit die Tür aufgeht und wir hier reinkommen. Denn da drin liegt 100 pro wertvolles Zeug. Und etwas, was aussieht wie das Horn von Quintus. Das kennen wir nur aus Thief 1. Seht ihr das? Ja. Und da hinten liegt eine Flöte und alles. Das Ding ist, ich habe nie selber rausgefunden, wo das Zahnrad ist. Nie selber rausgefunden. Ich weiß mittlerweile, wo es ist. Aber da ich das nicht selber rausgefunden habe, sondern einfach irgendwann aus Neugier einfach mal nachgelesen habe, werde ich es nicht in dieses Video mit reinpacken. Ihr könnt es euch vielleicht zusammenreimen. Oder ihr spielt das Spiel einfach selber. Und holt es euch. Was mache ich hier gerade eigentlich? Niemand weiß es. Ich will euch das Spiel einfach so präsentieren, wie ich es selber alles rausfinde und rausgefunden habe und nicht, was ich mal so nachgelesen habe. Also ihr braucht mir jetzt auch nicht Tipps unbedingt in die Kommentare hauen oder so. Ich will, wenn ich was nicht finde, dann finde ich es irgendwann selber oder nie. Und dann ist gut. Erledigt. Auf zu Gilvar Import. Das ist der junge Mann, der mit allen unserer Ziele zusammenhängt. Nämlich dessen Kiste wir zu uns, nee, zu unserem Hehler umleiten sollen. Der hat hier sein schönes Lagerhaus. Und das ist die Kiste von Gilvar Export. Die geht aktuell an Gouverneur Horridge via Überseeroute, also soll aufs Schiff geladen werden. Und wir brauchen noch eine Plakette, damit wir das Teil umlenken können. Ah, die müssen wir auch erstmal finden, diese Plakette. Hier war doch irgendwo noch ein Secret, oder? Nee, hier scheinen wirklich nur lahme Kisten zu sein. Oder ist das so? Lasst es uns überprüfen. Also hier oben sieht alles sauber aus. Sieht alles sauber aus. Hier ist so einer der Räume, der nicht ganz damit klarkommt, dass sich Blumen eingestellt hat. Ihr seht, dieser Effekt ist bei den Lampen hier irgendwie so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ist aber seltener der Fall. Guck mal, was haben wir denn hier? Oh, das war sogar ein Secret. Cool. Ja, der erste Wandvorhang in dem Spiel, glaube ich. Direkt mal ein Secret dahinter. Und ein Büchlein. Tagebucheintrag 7002. Mann, der schreibt auch lange Tagebuch. Ich weiß nicht, was im Moment los ist. Jeder versucht, meinen Gewinn zu erhöhen. Jeder Versuch, meinen Gewinn zu erhöhen, führt zu neuen Verlusten. Auf dem Papier sahen alle Geschäftsideen, die ich mit Bramrich ausgearbeitet habe, perfekt aus. Doch in der Praxis erwiesen sie sich als wahre Katastrophen. Im letzten Monat sollte uns eine größere Lieferung an Gouverneur Horridge reich machen, doch unser Schiff erreichte nie sein Ziel. Das waren sicher Piraten. Ich musste zur Deckung der immensen Verluste sogar einen Kredit aufnehmen. Ich hasse es, Schulden zu haben.
Eigentlich hätte die neue Lieferung an den Gouverneur schon vor 2 Tagen fertig sein sollen, aber meine Arbeiter scheinen immer dann krank und schwach zu sein, wenn ich sie wirklich brauche. Ich würde sie sofort feuern, wenn ich jemanden fände, der für den Lohn, den ich bezahlen kann, arbeitet. Immerhin ist die Lieferung für den Gouverneur fertig. Ich habe meine Sekretärin eben zu Bramrich geschickt, damit sie aus seinem Büro die neuen Versandaufkleber für die Frachtkiste besorgt. Ich genehmige mir jetzt ein Gläschen im Crippled Berwick, bevor ich mich um den Papierkram kümmere. Ach, das Gasthaus zum verkrüppelten Borik. Erstaunlich, dass sie es nicht übersetzt haben. Klingt eigentlich in Deutsch auch ganz gut. Ja, wir haben gehört, ein gewisser Bramrich hat also Frachtaufkleber. Das klingt doch so, als könnten wir da unseren neuen Frachtaufkleber finden. Da müssen wir aber auch erstmal diesen Bramrich finden. Was haben wir denn hier für ein großes Lager? Sieht doch fast so aus, als könnten wir hier was finden. Weil unten war ja nicht wirklich... Obwohl, der Diamant war schon was ordentlich wert. Was haben wir denn hier? Ui, klettern, klettern über die Kisten. Einen Kelch, einen goldenen Kelch. Und noch einen Ring. Das geht ja richtig ab hier, beutemäßig. Ist hier noch irgendwo was? Ich glaube nicht. Erstmal wieder hochklettern. Und ich glaube, da hinten ist auch nichts mehr. Da hinten geht es dann wieder runter. Ihr seht ja, es geht richtig ab jetzt mit den Secrets. Da ein Secret, hier ein Secret. Wenn man weiß, wo. Und noch ein paar Teller mitnehmen. Viele, viele Teller. Ich guck gerade, ob da oben noch was ist. Das können wir aber, glaube ich, auch leichter machen. Hier nicht. Garrett, schaffst du es da hoch? So richtig schafft das nicht, aber wie es aussieht, ist hier nichts. Ich guck hier nochmal. Gut, ich hätte den Pfeil auch an die Decke hängen können. Nee. Oh! Der Teller ist was wert. Ich könnte schwören, so einen Teller schon mal in Thief 1 oder irgendwo so gesehen zu haben, wo der nichts war, wert war. Der hier ist zum Beispiel nichts wert. Das Ding auch? Okay, das hätte ich sonst als wertlose Schale abgestempelt. Also alles lieber mal anfassen. Die Gegebenheiten scheinen sich so ein bisschen geändert zu haben. Okay. Damit hätten wir auch Mr. Gilbert. Mr. Gilbert erledigt. Und gucken wir bei dem guten Lucky Centura. Das ist der mit dem Glücksspielfetisch, dem schon die Lagerhalle gekündigt werden sollte oder wurde. Wow, das war ein bisschen hoch gerade. Da hätte ich mir ordentlich die Beine brechen können. So, die 0266. Wenn der Glücksspiel betrieben hat, hat der bestimmt ein bisschen Kohle rumliegen. Wäre doch ganz nett, das mitzunehmen. Fällt gar nicht auf, wenn hier so ein großes Lagerhaus... ...auf einmal aufgeht. Das Ding. Alles klar. Was haben wir denn hier? Ja, der hat hier ordentlich Kartenspiele gespielt. Dieser schlimme Junge. Und hat dabei ein bisschen Cash liegen lassen. War doch bestimmt nicht das Einzige, was hier rumliegt. Noch ein Safe. Mann, ich stehe auf die Safes. Und auch hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Werfen wir doch mal einen Blick auf das Regal da oben.
haben wir denn hier Schönes? Ein Schlüssel in einer Schatulle. Ob das nicht der Schlüssel ist, den wir gesucht haben? Wie wahrscheinlich wäre das? Oh ja, das nächste Secret. Goldene Würfel. Vermutlich seine Glückswürfel. Tja, jetzt hast du kein Glück mehr. Und das Lagerhaus wird dir auch weggenommen. Lucky Sanatura, hast du noch einen Fahrstuhl gehabt? Nee, hast du nicht. Gut. Abgehakt. Das nächste ist Lord Porters Kunstsammlung. Da haben wir ja auch gelesen in dem Tipp, dass es da ordentlich was zu holen gibt. Aber bevor wir da reingehen, könnten wir noch endlich bei Noah Germ reingehen, denn wir sind hier nämlich jetzt an dem Innenhof. Und ich muss aber erstmal das Tor aufmachen. Und wir sind jetzt natürlich am so weit wie möglich weg, wie es nur geht von dem Tor. Und daher schnippschnapp. 0928. Fuck. 0928. Schnippschnapp, Fidelibu. So, jetzt müsste es offen sein. Wir können endlich mal gucken, was der Linsenschleifer so für Kristalle rumliegen hat. Ach, hier ist ja auch ein Häuschen. Oh Gott. Das habe ich mir gerade echt schwer gemacht. Wusste ich gar nicht mehr, dass hier auch noch eins ist, genau in der Mitte. Weil da waren die Entwickler wirklich nett, dass man nicht ständig hin und her laufen muss. Und was ich gerade auch sehe, die Schlüssel, die ich habe, Die Schlüssel für die Saves scheinen zu verschwinden, wenn ich sie benutze. Finde ich auch sehr gut, weil man da nicht so viele Schlüssel mit sich rumschleppen muss, die man nicht mehr braucht. Germ stellt diese magischen Linsen her. Hier finde ich sicher jede Menge wertvolles Zeug. Und einige Linsen. Kristalle. Jede Menge wertvolles Zeug. Und einige Linsen. Ach, Garrett, du bist cool. Und Thorsten, ich finde dich cool mittlerweile. Go, Thorsten. Ja. Noch ein Kristall. Immer schön mitnehmen. Wir haben nur den einen Seilpfeil bisher. Ich glaube, die nächsten findet man auch erst im anderen Lagerhaus oder so. Ah, die Brille ist bestimmt was wert. Ja, diesmal ist er was wert. Lieferung. 10 Pfund seltener Adonisio-Kristalle. 6 Schleifsteine, 10 Säcke feinen Sand. Und langweiligen Kram. Okay. Das war also der Schleifer. Geht zügig voran, wie ihr merkt. Und wir sacken jetzt richtig ein, aber wir haben ja auch eine Menge Vorbereitungszeit gebraucht, bis das hier mal losging. Von daher ist das nur gerechtfertigt hier. Ich hoffe mal, dass der oben mich nicht sieht jetzt. Und jetzt kommen wir zu Lord Porters Kunstsammlung. 6, 9, 3, 7. Voila. Oh ja, also wenn es hier nichts Wertvolles zu holen gibt, dann weiß ich auch nicht. Guck mal hier. Moospfeile. Haben wir auch noch keine gehabt. Könnte man hier benutzen, aber hier sind, soweit ich weiß, keine Wachen. Noch ein paar Ringe. Also hier gibt es jetzt den wertvollen Shit. Na, habt ihr noch was? Wie gesagt, ich habe hier noch nie alles gefunden, also lohnt es sich immer mal zu gucken, was es noch so gibt. Seltsame Statuen. Ich meine, die Dinger kennen wir ja noch, aber die? Seltsame Engelsstatuen. Das ist so ein Raum, da wird der Blumen auch so ein bisschen übertrieben, aber es sieht fast richtig schick aus, finde ich. Die Gemälde kennen wir auch schon so ein bisschen aus Thief 1. Was haben wir hier? Möge dein Pfeil mein Kristallauge treffen.
Was kann damit nur gemeint sein? Bam. Next secret. Und ein cooles Secret, wie ich finde. Wir haben alle, wir haben das Liebesgut, was wir brauchen, zusammen, aber wir werden sicherlich noch mehr finden. Und hier ist auch ein Fahrstuhl. Wie man sieht, der ist der aber irgendwie im Arsch. Wenn mich nicht alles täuscht, könnte ich diesen Schalter mit einem Pfeil aktivieren. Garrett, warum verrätst du das uns? Ist doch viel cooler, wenn man da alleine drauf kommt. Ja, wir haben davon schon mal in der Notiz gelesen im Postamt, dass einer der Fahrstühle kaputt ist. Und den muss man jetzt mit einem Pfeil holen. Das war nicht getroffen. Na, ein Stück höher. Ah, wir haben genug. Ist nämlich auch ein Secret, also ich verstehe nicht, warum er es mir gerade verraten hat. Ich weiß nicht, ob es in der Originalversion auch so ist. Vor allem Spiel auf Experte, da gibt er ja eigentlich nicht solche Tipps, aber... Oh, ein bisschen hoch. Was soll's, ne? So, liegt hier noch was Wertvolles rum? Da geht's nur raus. Hier sind ein paar Stühle. Wir wissen ja, wertvolle Sachen liegen gerne mal bei Stühlen rum. Bloß aufpassen, ey. Hier kommt hier wieder so eine Wache mit Röntgenblick. Mit Röntgenblick. Ah, ja. Sind jetzt in deinem Schlafzimmerchen oder seinem Büro. Was ist das? Ah, eine Münze. Eine Sammlermünze. Heutige Termine. Jared Brunel, fällig. Chris Slavowski. Mhm. Norman Truard. Beitragsfrei, wie üblich. Schreibt man den nicht eigentlich mit T? Ja, eigentlich schon. Aber vielleicht weiß er einfach nicht, wie er geschrieben wird. Scheint irgendwie bei Leuten Geld erpresst zu haben oder so einen Handel gemacht zu haben. Mark Ulucci, ich muss ihn loswerden, er ist ein Blaurock. Lord Porter. Danke für deinen Geldbeutel. Scheint nicht so ganz mit dem rechten Ding zu gehen bei dem Typen. Naja, Hauptsache er gibt uns sein Geld.